Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher. Und mit unserem Label ist schön, dass ihr da seid. Es geht weiter. Ich habe hier nur zwischengespeichert. Wir bewegen uns jetzt dann doch zu diesen zwei Spots, die wir auf der Map sehen. Okay, jetzt sind sie wieder weg. Und zwar einmal dieses Zeichen oben und dann das blaue Fragezeichen. Ich glaube, ich habe mich einfach nur verflogen. Der stand eigentlich gar nicht auf meinem Plan. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, jetzt haben wir den. Ich würde sagen, wir genießen noch so ein ganz kleines bisschen die letzten Sonnenstrahlen gemeinsam. Wenn es dunkel wird, werde ich natürlich mit dem Nameless pennen, stärken und so. Das Prozedere kennen wir. Ich weiß jetzt nur nicht. Ich glaube, da wo das Fragezeichen ist, das war eigentlich mein Ziel. Munition habe ich keine mehr gefunden, gell? Ja, ich muss demnächst mal eine Munitour vielleicht auch machen, dass wir einfach mal ein bisschen mehr Munition wieder haben. Ich würde sagen, die nehmen wir beide mit, die Spots. An die Höhle am See oben erinnere ich mich. Wir können natürlich auch gucken, ob wir gleich abspringen können vom orangenen Punkt aus, weil wir müssen heute noch ganz nach Norden hoch auf die Map. Das habe ich noch als Ziel gehabt mit diesem kleinen Ausflug. Und dann freue ich mich daheim, die Mats zu verbauen, die Kelvin gesammelt hat. Keine Ahnung, wo wir jetzt gleich hier rauskommen. Ein paar Meter sind es noch. Die Ecke ist total ruhig, ne? Im Moment. Aber meistens, wenn ich genau den Satz sage, passiert irgendwas. Ich freue mich jetzt auf den Frühling. Okay. Hier ist ein kleiner See. Geht es dir einigermaßen gut? Essen trinkenstechnisch passt soweit? Es muss da oben sein, Leute. Halt, da irgendwas. Wo habe ich denn jetzt das? Hier. Bärchen haben wir gesammelt. Wir müssen aufpassen, da hopfen jetzt auch schon Mutanten auf der Map nämlich rum. Auch mal ein Reh gesehen. Hier ist der Marker. Kann ich es aufmachen? Boah, alle haben die da Sachen eingebaut. Jawohl. Wir verstehen uns, die Wirbelsäule und ich. War das ein Vogelecho? Was das Thema Mats angeht, haben wir hier richtig was rausgeholt jetzt schon. Ich hoffe doch, wenn man irgendwo Dynamit benutzen muss, dass eine Markierung anzeigt. Hier ist wieder irgendwas. Das ist aber nicht das, was ich wollte. Was ist denn das, Leute? Was hat man denn da jetzt? Weiß ich, aber ich kenne ja die ganzen Sachen noch gar nicht. Lass mal kurz gucken, steht da was bei? Vielleicht gucke ich nachher, wenn ich oben bin. Der war bestimmt draußen. Ich weiß nicht, ob der reinkommt. Gut, weiter. Das war klar. Was genau ist denn das? Keine Ahnung. Bis morgen weiß ich's. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, Nameless, ne? Wir wollen noch dahintere. Ich glaube, wir pennen kurz hier, oder? Können wir schon schlafen? Ich guck mal eben. Ist ja geil. Aber oh, der will mir das hier nicht aufbauen lassen, glaube ich. Nicht so witzig. Wir laufen mal ein Stück unserem Spot entgegen. Ja, aber das Geräusch, was wir gerade gehört haben, das hat sich eher so angehört wie die alten Zombies im alten Spiel.
Ja, das sind die. Die Virginia ist ja mit dabei. Die hüpft hier irgendwo rum. Ist okay, die kann mitkommen. Wer weiß, ob wir sie nicht noch brauchen. So, jetzt latschen wir noch kurz darüber. Dann penne ich da drüben und dann müssen wir halt gucken, wie wir irgendwo abspringen. Ist da eine weitere Flugstrecke heute noch, die da auf uns wartet. Das hier wird es sein, oder? Marker. Nahrung. Hi. Ah, okay, da ist auch ein Camp von denen. Hier müssen wir rein, Leute, bestimmt. Alter, was für ein Schacht. Das finde ich so gut, diese Entdeckungsdinger hier. Schade, dass ich nicht mehr Seile tragen kann. Fällt mir gerade ein, ne? Wir sind die ganze Zeit ungeschützt. Ich mache einfach mal ein paar Dinge. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zwei Seile und was war es noch? Kleber. Bäm. Zack. Jo, besser wie nix, oder? Dann haben wir ein bisschen Rüstung. Und können noch mehr Seile wieder mitnehmen. Zack, zack, zack. Die habe ich schon mal angezogen. Du kommst wieder mit. Die Dose ist mir jetzt wurscht. Bisschen Muni hätte ich gerne mal gefunden, aber gut. Hier ist auch noch mal was. Zack, Seile haben wir schon wieder voll, ne? Tun wir mal einen Gefallen. Essen wir was. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal. Und es gibt noch viel mehr, ne? Das ist gerade mal so irgendwie gefühlt, haben wir jetzt mal an der Oberfläche gekratzt von dem, was mittlerweile alles drin ist im Spiel, was wir uns alles besorgen können. Kann ich eigentlich auch so eine Dose aufmachen und offen ins Inventar legen? Jo, tatsächlich. Ich weiß nur nicht, wie lange das dann haltbar ist. Aber in dem Atemzug wissen wir das jetzt. Knochen, Schädel. Nochmal ein Seil. Aber ich habe jetzt hier nichts gefunden. Bis jetzt. Aber ich bin auch noch nicht ganz fertig, wie ich sehe. Die Spots sind echt der Knüller. Wow! Boah, Alter, bin ich jetzt erschrocken. Bin ich jetzt erschrocken gerade. Für mich ist das hier so ein Spot, wo man nicht angegriffen wird, weißt du? Deswegen. Okay, mach ich gleich. Ich muss aber gucken, jetzt irgendwie habe ich die Orientierung verloren. Junge, bin ich jetzt erschrocken gerade. Hier geht's wieder hoch, ne? Hier sind wir runtergekommen. Hier geht nix. Alter Schwede. Alter Lattiche. Das war jetzt eine Aktion. Ja gut, ich kann noch mehr Rüstung bauen, aber mehr ist da nicht. Okay, vielleicht habe ich mich hier auch getäuscht. Er friert halt, ne? Ja, ihr Säcke. Aber wir sind ja wohl offensichtlich noch nicht fertig. Hier geht's noch runter. Überall diese Erze, ne? Boah, Alter, ich bin mal gespannt, was jetzt da wartet. Aber ich meine, in diesen offenen Höhlen, also die nicht instanziert sind. Aha. Ich glaube, das ist, was ich wollte. Yo.
Den habe ich auch noch nicht selber gesehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie der abgeht. Ob man damit eventuell, richtig schön die Feinde dann anleuchten können. Kann ich hier unten pennen und speichern oder was? Oder muss ich wieder hoch? Sieht aus, als ob ich hoch muss. Das geht wohl in diesen Höhlen hier nicht, ne? Na gut, aber dann lass mich mal ganz kurz noch einmal zwei Rüstungen bauen oder so. Ich brauche noch einen Knochen. Gehen wir wieder hoch. Ey, coole Geschichte hier unten. Was haben wir denn jetzt geholt? Jetzt haben wir diesen komischen Stuhl. Das Ding, wo ich nicht weiß, was es ist. Den Speerwerfer. Das war tatsächlich auch das, was ich wollte. Und dieses Spotlight. Die zwei Sachen wollte ich uns holen für die Base. Ja, die sind oben. Ich brauche nur einen Knochen. Da waren doch so viele Knochen gerade. Wenn die jetzt hier runterkommen. Aber die können ja nicht, ne? Hier ist nochmal ein Seil gleich. Hier. Zwei Stück, oder? Zwei Seile. Die Knochen und zwei blaue. Ich bin gerade richtig gehend erschrocken, als das Viech da ums Eck gebogen ist. Da dieser. Ich habe damit nicht gerechnet, halt, ne? So, das reicht erstmal nehmen lassen, oder? Hast du die schon angezogen direkt? Bin ja richtig happy. So, zwei Seile gleich wieder nachgefasst. Soweit ist okay. Auf, dann hauen wir ab. Gehen wir hoch, pennen. In der Hoffnung, ich kann. Wenn wir Pech haben, sind die jetzt natürlich gleich da oben und dann. Die sind definitiv irgendwo, gell? Ja, haben wir gedacht. Dann fliege ich erstmal ein bisschen weg. War wahrscheinlich in der Nähe von denen campt, ne? Weil hier kann ich jetzt eh nicht schlafen. Wir können nur hoffen, dass wir gleich noch ein bisschen was sehen. Oh, hörst du denn eben? Die sind, glaube ich, nicht so gut auf dich zu sprechen gerade. Hier, guck mal, wenn du von da wegspringen könntest, wäre super. Nördlich. Ziel ist nördlich. Oder du probierst hier zu pennen. Ich weiß nicht, ob der dir hinterher ist. Habe ich keine Sticks? Doch. Bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Hat geklappt. Dann ist. Der Schmutzige ist da vorne. Was zum Trinken wäre cool. Jetzt habe ich nichts zum Saufen dabei. Wie gut ist das denn? Na gut. Dann lass uns abspringen. Gucken, dass wir irgendwo hinkommen. Ich muss nördlich. Das wäre in die Richtung. Da ist es ziemlich bewuchert. Dann gehen wir da oben durch. Hier ist ja was geboten auf einmal. Haben sie jetzt geschnallt, dass wir auf der Ecke sind, oder? Du bist durstig. Ja, ich besorge dir gleich was. Im Moment ist ein bisschen doof. Guck mal. Ist doch ein Hubschrauber, oder? Boah, sind hier viele. Kann auch sein, ich. Das ist schon im Spiel, ne?
Da tatsächlich, Leute. Mit Scheinwerfer an. Es ist ja... Damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet, ne? Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier rauskomme. Ich blick's doch hier kein Meter. Oh. Und dann lacht er doch so doof. Hahaha, meine Freunde im Wald haben mir geholfen. Da war ein Schwein oder irgendwas, was ihn umgerannt hat, ne? Okay, der Hubschrauber ist weg, aber hier ist ja... Hier ist auch wieder eine Höhle. Oh, der hat es auch nicht geschafft. Aber hey, guck mal, das Blatt rotiert noch. War da 9mm Muni? Jo, 7 Stück. Nehmen wir's. Da sind wir mal halbwegs happy, oder? Das ist ja krass. Selbst der Schatten. Ey, ich habe keine Ahnung, was in der Höhle drin ist. Ist aber auch nicht mein Ziel heute. Aber wieder ein Spot, den ich noch nicht gesehen habe. Hi, Murmler. Du bist gar nicht der Murmler. Entschuldigung. Ja, Hauptsache Murmler. Ist nicht der Murmler. Ey, was ist denn hier los? Überall ist irgendwas. Jetzt ist es weg. Da war doch gerade eben so ein rotes Signalfeuer, ne? Da unten. Ey, ich lasse mich gerade volle Hämmer ablenken. Aber schadet es was, Muni zu kriegen? Nö, ne? Hier ist ein Rädle. Ah, den steckt er nicht ein. Egal, muss er ja nicht. Wir finden wieder einen. So, mal richtig schön Material eingesammelt hier. Konnte man nicht... Wie war denn das wieder? Und dann? Hat er den jetzt noch dabei oder habe ich ihn abgeschmissen? Ich habe ihn weggeschmissen, gell? Ich dachte, man kann den vielleicht an den Beinen heben. So, Leute, aber wir sind unterwegs. Das ist ja schon mal was. Junge, ist das, da müssen wir demnächst einfach mal eine Tour machen ohne alles. Also mit ohne alles meine ich einfach los. Die Map ist ja mittlerweile voll mit Spots. Damit habe ich gar nicht gerechnet. So, Leute, jetzt sind wir ultra weit weg von da, wo ich hin will. Ich will einfach jetzt ganz nach Norden hoch. Und da würde ich jetzt einfach eine kleine Blende auch machen, weil ich hier, wie gesagt, nirgendwo mehr runtergehe. Virginia streift hier ganz allein durch den Wald, ne? Ich gehe jetzt hier nirgends mehr runter. Ich versuche einfach mal in die Nähe zu kommen von dem letzten Spot, den ich auf dieser Tour machen wollte. Und so kurz vor der Landung hole ich euch rein und dann schauen wir uns da auch nochmal ein bisschen um. Ey, der Hubschrauber, der gerade so suchend über die Insel geflogen ist. Ganz anderes Feeling vermittelt er jetzt. Vor allem habe ich nicht damit gerechnet. Absolut traumhaft. Genauso wie mit dem Jumpscare. So, bis gleich. Offensichtlich sind wir jetzt auch im Frühling, Leute. Kein Schnee mehr hier. Ich hole euch schon mal mit rein, weil ich das Gefühl habe, es könnte eventuell hier ein bisschen knapp werden gerade. Wir sind ziemlich oben. Und ihr seht im nördlichen Teil dieses Abschnitts zwei Wasserstellen, die nebeneinander liegen. Da möchte ich hin. Bei der einen Wasserstelle sollten wir, auch wenn es jetzt nicht mehr wirklich wichtig ist, das müsste die neue Location sein für die Winterjacke. Die hatten wir ja damals, glaube ich, vor dem ersten Winter, ne? Aber dann haben wir die schon mal für den nächsten Winter eingesackt. Dann brauche ich nicht immer eine Fackel rausholen. Ich muss nur gucken, dass ich dem Kollege jetzt gleich was zum Trinken gebe. Zur Not aus dem Fluss, ne? Hier wäre wieder ein Golfkart. Da ist wieder ein Fragezeichen. Ich meine, jetzt haben wir zwei Optionen. Wir gehen einfach mal hier runter beim Fragezeichen. Gucken, ob wir da spontan irgendwie was finden, mit dem ich jetzt mal wieder nicht gerechnet habe. Und laufen dann die paar Meter rüber.
Jo, komm. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich nicht laufen. Wir werden nicht laufen. Hast du den Kleider jetzt eingesteckt? Ich habe doch hier gerade einen Golfkart gesehen. Ach scheiße, das ist... Das sind Dinge. Aber da, guck mal, da kriegst du auch wieder Batterien, ne? Okay, Batterien bin ich voll. Also die Stelle hier, die kenne ich. Insofern, dass wir da schon mal waren. Habe ich da noch was zum Trinken drin? Nee. Ja gut, da vorne kommt jetzt gleich ein Fluss. Das wird er schaffen. Ich will jetzt nur wissen, was er mir hier für ein Fragezeichen hinbei... Okay, damit habe ich halt auch nicht gerechnet. Keep an eye out. One of the Puffton's old researchers contacted Timmy LeBlanc. The kid with the mutant arm. He's also looking for the cube. Chuck. Aha. Oh, guck mal. Pistolenaufsatz haben wir gesammelt. Schadet sicherlich nicht. Da drüben steht ein Golfkart. Das schnappe ich mir gleich. Dann fahren wir mit dem zum nächsten Spot. Hier, guck dir das mal an. Einfach mal unendlich Mats. Huch. Ach, kann man die auch einfach so hinstellen? Ich dachte, du musst grundsätzlich das Ding bauen. Aber je. KI-Paften. So, die trinkst du jetzt, dann geht's dir wieder gut. Ey, das ist ja mal richtig cool. Vor allem, ich bin bestimmt über 2 oder 3 Fragezeichen auch hinweggeflogen, die ich jetzt gar nicht angesteuert habe. Ich gehe mal kurz zum Kollege. Muni. Sein Zeichen habe ich. Sind es... Okay, die haben hier einen fetten Kampf gehabt. Zack, und schon schreit einer. Ach, die Cam. Wakey, wakey. I saw your little tape get off my... Gucken wir uns die Tage mal daheim in aller Ruhe an, ja? Wakey, wakey. Weil jetzt hier höre ich ja schon die ganze... Ich sammle jetzt hier lieber... Oh, Granaten, geil. Gucken wir uns daheim in aller Ruhe an. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt das Golfkart. Und dann fahren wir noch da hoch, wo ich eigentlich hin wollte. Also dieser Ausflug... Ich meine, wir haben jetzt hier keine fetten Kämpfe gehabt. Dieser Ausflug... Der zeugt ja so von Lebendigkeit, was hier alles los ist. Da müsste doch jetzt hier normales Golfkart kommen, ne? Wenn man überlegt, gerade ob ich ein zweites brauche, ich ja eigentlich nicht. Ein zweites brauche ich eigentlich nicht. So, und die Markierung, die ich gesetzt habe, die ist noch ein bisschen weiter nördlich. Ja, du oder ich, einer von uns beiden... Wo ist denn der jetzt? Ich wollte mal drauf fahren. Ey! Wow, jetzt den zermettert. Alter, jetzt den zusammengeschreddert. Das Problem ist, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich hin muss gerade, weil hier der Weg nicht so toll ist. Warte, hier rum. Dann fahre ich jetzt hier mal die Senke rein. Ja, eigentlich geradeaus jetzt hier vor irgendwo. Da oben, wo die Seen sind. Da möchte ich hin. Ey, da ist auch wieder
so ein Markierer, ne? Jetzt weiß ich bloß nicht genau, wo ich hin muss. Oh, Entschuldigung. Zack, und hinterher gefahren. Entschuldigung, Entschuldigung, war keine Absicht. Tot. Lass mich mal kurz rausnehmen, das. Wieso haben sie den eingegraben? Danke fürs Angebot, aber nein. Okay, das ist zu groß. Ich hab's so genau markiere ich das ja nicht. Ja, Leute, da vorne an dem See werde ich jetzt vielleicht auch gleich aussteigen hier. Ich konnte es mir halt nicht verkneifen, nochmal drauf zu rumpeln. Da hat's noch mehr Golfkarts hier, aber wir sind ja auf dem Golfplatz. Ne? Ich will nur gucken, ob... Die müssen wir uns angucken, die waren ja auch schräg. Wo ist denn der, der mich da jetzt... Da oben sehe ich auch noch was. Ja, dann kruscheln wir jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Da kommt er gerade. Golfschläger. Kriege ich die Golfschläger nicht? Rüstung auch nicht oder so? Doch, jetzt habe ich, glaube ich, einen Golfschläger. Kann man eigentlich... Wo sind die Golfbälle? Kann man eigentlich so einen Golfball auch jetzt richtig schlagen im Spiel? Wo sind die Golfbälle, Leute? Guck mal, wie viele Marker wir jetzt da haben. Ne? So, ich muss die Golfbälle kurz finden. Die waren immer irgendwie so, dass ich Schildkröten-Eier-mäßig... So, wo ist der Golfschläger? Hier. Jo. Ich treffe bloß gerade nicht. Warte mal. Bleib mal stehen, bitte. Mist. Wenn der nicht rollen wird, wahrscheinlich, oder? So, jetzt weiß man auch, warum ich kein Golf spiele. Können wir ja dann daheim auch nochmal üben. Ich weiß gar nicht, warum der noch rollt. Ich mir schon zu blöd. Ich mir schon zu blöd. Ich hätte vielleicht einen liegen lassen sollen. Lass uns mal da hochlaufen. Das ist ja eine coole Ecke jetzt hier. Überall sind diese Marker verteilt. Das ist echt der Hammer. Hallo? Ja, könnte schon sein, dass das sogar hier ist, wo ich hin wollte. Da haben sie aber einige bekämpft, ne? C4, Granätle, nehmen wir natürlich immer gern. Pfeile. Alter, Pfeilständer, voll modern. Kohle. Hier, da ist es. Wir haben es, Leute, das ist die Winterjacke. Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen, aber der Winter, der nächste kommt bestimmt. Wir sind bestimmt nicht nur ein Winter hier. Das waren meine Ziele. Wollen wir noch... Weißt du was, wir flitzen mal noch kurz darüber und machen noch die zwei Marker mit und dann fahre ich heim. Hallo. Hallo. Grüß dich, mein Freund, grüß dich. Ein bisschen schwindlig wird man es hier mit den Dingern. So, wo habe ich die Markierung gesehen? Da vorne. Ja, schöner Ausflug war es, Leute. Träumchen. Und jetzt freue ich mich, dass wir daheim die Sachen dann ausprobieren. Ich muss nur gucken, Kelvin hat ja ein bisschen Mats gesammelt. Das heißt, ich werde die zwei Türme auf der rechten Seite soweit fertig machen, dass wir da schon ein bisschen dann das Design entsprechend nehmen, das wir dann wollen später.
Es finde ich super, dass das so viele Kleinigkeiten jetzt aus sind, die du auf so einem Trip einfach mal mitmachst. Ja. Du willst doch nicht, dass ich nochmal Anlauf nehme. So, ich glaube, ich muss hoch, gell? Ja. Das Motorle von dem Ding ist aber schon cool, ne? Was kann der Golfschläger eigentlich von den Werten her? Okay. Aber ist natürlich nicht der Knaller. Hier wieder ein Marker. Ist dann jetzt jedes Mal an den Stellen irgendwas Wichtiges, oder? Wir gehen kurz rein. Ne, nimm die Nummer. Oder geht es hauptsächlich dann hier um diese Abbaustellen für diese Erze vielleicht, weißt du? Draht schadet auf keinen Fall, wir wollen ja noch weitermachen. Weißt du, hier sind nämlich auch wieder solche Erzklumpen. Ja, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir die Spitzhacke irgendwann, ne, uns ranholen dann. Wenn ich dann schon mal so einen Spot sehe, kann ich ja mal gleich ein bisschen was mitnehmen. Wieso flackert es so? Ah, okay. So, und dann wäre da hinten noch einer. Da würde ich sagen, fahren wir jetzt auch noch kurz hin. Die sind hier überall, die Schmutzis, gell? Und dann gucke ich mal, dass ich vorne von der Klippe abspringe und dann fliege ich direkt heim, sodass wir morgen drüben durchstarten können. Ja, das ist cool, dann weiß man, dass man den Dingern da nachgehen kann. Da findest du dann auf jeden Fall auch ziemlich zügig den Loot. Ist das ein Fluss oder ist das nur ein kleiner See? Das ist ein kleiner See. Virginia versucht uns irgendwie zu finden, ist aber noch super weit weg, ne? Ja, die ganzen Baustellen, die sie hier haben. Cool, einfach mal. Hä, was heißt Baustellen? Die haben ja nach diesem Erz gesucht, ne? Die haben nach diesem Erz ja gesucht. Du willst doch. Ich hab das noch gedacht! Du Arschgesicht! Ich hab was noch gedacht! Aber jetzt erkennen mich die Einheimischen nicht mehr, weil jetzt rieche ich nach nichts, außer nach Scheiß. Hat mich aber gewarnt, hast du ja gesehen, ne? Hat ja gesagt, komm nicht näher, Diggerle. Ich hab da was, es wird dir gar nicht schmecken. Oh, nimm das. Nehme ihn, mein Freund. Oh. Oh, Scheiße. Jetzt mit den keinen Gefangenen, das läuft ja ganz okay, aber wenn das so Trüppel auf dich zumarschiert, dann machst du schon mal kurz Gedanken. Ja, tut mir leid. Habt ihr Geldbeutels gehabt? Ja, ihr ja nicht, ihr habt ja gar keine Taschen, ne? War nur mal ein Test. Nehmt das markiert gerne, weißt du? Eine Geldbeutel. Junge, Junge. War da auch noch einer? Ah, das war der Bauarbeiter, Kollege. Ja, ich habe euch gerecht, bissle. Wobei die Frage ist, ob man euch rächen sollt, nachdem ihr hier die Insel nur ausbeuten wolltet. Gut, wir sind nicht in der Lage,
Sprüche zu klopfen nehmen. Das ist nämlich nicht viel besser im Moment. Was heißt im Moment? Das wird sich nicht ändern. Es ist einfach so unseres heute. Ja, also ich nehme an, das sind diese Abbaustellen. Mal gespannt, für was man die dann am Ende vielleicht noch braucht. Viel. Da habe ich mir noch gar nicht so wirklich einen Kopf drüber gemacht. Ich weiß nur, dass man wohl Rüstung verbessern kann mit dem Ding. Wer weiß, wie stark dieser eine Boss ist, ne? Nee, ich lass dich. Ja, nee, du bist du. Hör auf mit deinem Schwänz. Digga! So, meine Lieben. Das war mein Ausflug. Jetzt freue ich mich auf zu Hause. Apropos zu Hause. Wir sind jetzt ganz nördlich. Wir müssen darüber. Ja, komm, wir fahren noch. Lass mich mal einsteigen, ohne dass mich gleich wieder abpumpst hier. Nicht da rein, nimm das. Ja, überall sind Marker auf der Map. Es ist also schon Knüller, wie viel wir hier noch entdecken können. Ja, ich fahre uns mal kurz zur Klippe vor. Und dann bringe ich uns gleich nach Hause und dann ist morgen alles gut. Er hat kurz aufs Tauchergerät gewechselt, wie gut. Du bist einfach ein Genie, mein Freund. Komme ich hier nochmal raus? Jo, die sind auch viel geiler irgendwie noch, ne, als sie eh schon waren. So, meine Lieben. Hier verlasse ich euch jetzt. Bis morgen natürlich nur. Könntest du den ganzen Dings noch ewig absuchen, ne? Nehmt es, reicht das alles, was du da hast? Erstmal noch was. Absolut göttlich. Hat voll Laune gemacht. Einen Haufen Zeug haben wir gefunden, auf das ich mich jetzt freue. So. Ich müsse einmal nach Hause, bitte. Und zwar hier rum, ne? Ja. Wenn das Norden ist, sind wir drüben auf der anderen Seite von der Insel. Also, dann hole ich euch morgen daheim ab und dann machen wir weiter. Ich guck mal, wie viel Kelvin schon eingeräumt hat. Ich nehme an, dass wir morgen die Sachen probieren. Also, der Speerwerfer ist super interessante Geschichte. Der Spotstrahler, super interessant. Das neue Gerät, wo ich noch nicht so richtig zuordnen kann, bin ich mal gespannt drauf. Und alles weitere dann morgen, Leute. Ich freue mich auf euch. Bis dann.